Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Heute wollen wir ja so ziemlich den ganzen Körper fit machen in kurzer Zeit, ja, leichte Übungen auch, also leicht in dem Sinne, ihr braucht keine Sportbekleidung, wenn ihr bequeme Kleidung anhabt, ist das völlig ausreichend und ihr braucht auch keine speziellen Zusatzgeräte. Einfach nur gute Laune, ein bisschen Spannung im Bauch- und Beckenboden und los geht's. Wir beginnen im Stehen und natürlich wollen wir uns erstmal ein bisschen geschmeidig machen, indem wir leicht die Knie beugen, Bauch- und Beckenboden einziehen, den unteren Rücken herausschieben, als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen und wir lassen die Schultern nach hinten kreisen. Das heißt, wir ziehen die Schultern etwas nach oben, nach hinten und unten und wieder locker nach oben. Das heißt, die Hauptbetonung beim Schulterkreisen ist, nach hinten unten die Schultern und Schulterblätter zu ziehen und dann in dieser Position lassen. Rücken und Nacken sind lang gestreckt, das Kinn zur Brust, Bauch und Beckenboden eingezogen. Das heißt, den Bauchnabel ziehen wir zur Wirbelsäule, den Beckenboden ziehen wir nach oben innen, als wenn wir etwas einsaugen wollten. Und der Brustkorb ist flach, die Schultern bleiben nach hinten unten gerichtet. Soweit zur Grundstellung. Und dann nehmen wir einmal seitlich an der Tür Aufstellung, die Position ein. Ja, hier könnt ihr dann gleich schauen, welchen Abstand ihr braucht. Der freie Arm stützt einmal mit der Hand locker auf die Hüfte. Dabei gehen Schulter und Ellenbogen nach hinten. Und der Stützarm geht hier auf Schulterhöhe mit der flachen Hand gegen die Tür. Rücken, Nacken lang. Das äußere Bein ganz gestreckt in der Kniekehle und in der Hüfte. Hier spannen wir das Gesäß nochmal kräftig an. Das innere Bein leicht gebeugt. Und wenn wir jetzt hier zur Seite herübergehen, bleibt der Oberkörper aufrecht in einer Linie. Ja, also der Oberkörper, die Schultern quer zur Wand oder zur Tür. Und beim Herangehen lassen wir den Ellenbogen nach hinten und die Schulter nach hinten, soweit es die Kraft zulässt und die Bewegung ein bisschen langsamer werden. Hier dann mit kleinen federnden Bewegungen, Kinn zur Brust, Nacken lang und einmal wechseln. Ich drehe euch jetzt mal den Rücken zu, andere Hand an die Tür oder an die Wand auf Schulterhöhe. Äußeres Bein ist ganz gestreckt, Hand locker auf die Hüfte, die äußere, Ellenbogen, Schultern nach hinten. Bei der Stützhand zeigen die Fingerspitzen etwas nach vorn oben, damit der Ellenbogen schön nach hinten ziehen kann und auch die Schulter und das Schulterblatt mitnimmt. Das äußere Bein, da ist das Gesäß angespannt, damit die Hüfte streckt. Beinmuskulatur angespannt, damit die Kniekehle streckt. Und hier beim seitlich herübergehen, lasst euch auch mit dem Rücken, mit dem Brustkorb seitlich in die Bewegung, dass wir also hier die Streckung zwischen den Rippenbögen haben. Kinn zur Brust, Nacken lang. Hier nochmal mit kleinen Bewegungen dicht heranbleiben. Und wie gesagt, wenn es zu leicht ist, dann geht ihr mit dem Bein ein bisschen weiter weg. Wenn es zu schwer ist, geht ihr mit dem Bein ein bisschen dichter heran. Findet die optimale Position, wo ihr euch hier in die Position, in die Bewegung reinsinken lassen könnt. Dann lassen wir die Schultern wieder locker kreisen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Nehmen Aufstellung in hüftbreiter Position die Füße, Arme auf Schulterhöhe. Hier haltet ihr die Hände jetzt so, dass Daumen und Zeigefinger ein Dreieck bilden würden. Auf Schulterhöhe, Schulterbreite, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir gehen mit der Nasenspitze und dem Brustkorb nach vorn. Die Fersen ziehen wir dabei zum Boden, strecken die Kniekehlen. Der Brustkorb streckt zur Tür, zur Wand, zur Stützfläche. Kinn zur Brust, Nacken lang, die Schultern immer wieder tief ziehen und hier bleiben wir wieder in dieser vorderen Position. Schultern, Schulterblätter weg von den Ohren, Brustkorb schiebt Richtung
Band, Fersen ziehen nach unten, Kniekehlen strecken kräftig. Da darf ein bisschen der Dehnreiz in den Waden zu spüren sein. Und dann strecken wir wieder. Wir lassen die Hände hier in der Position und nehmen im Wechsel einmal das rechte und einmal das linke Bein nach hinten außen. Ich habe jetzt mit dem linken angefangen, ganz aufmerksame Beobachter. Ja. Also, der Blick geht immer unter dem Arm nach hinten durch. Beide Beine bleiben komplett gestreckt in den Kniekehlen. Die Schultern bleiben weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, der Nacken lang. Die Arme geben entsprechend ein bisschen nach. Und auch hier könnt ihr natürlich den Abstand der Füße zur Wand variieren. Sind die Füße weiter weg, wird es etwas intensiver. Dichter ran, wird es leichter. Wichtig ist aber auch, dass ihr den Abstand so habt, dass ihr hier schön die Streckung im Brustkorb, im Oberkörper habt und die Rotation im Rumpf. So, ihr seht schon, wir lassen die Bewegung langsamer werden. Wenn wir also schön die Position haben, lassen wir das hintere Bein nach außen, ganz gestreckt und drehen immer Brustkorb und Hüfte mit einer leichten Bewegung nach außen und innen. Kleine Bewegungen, abgestützt auf den Armen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Der Blick darf unterm Arm nach hinten durchgehen. Also unter dem Arm, wo das Bein steht am besten, ja, damit der Nacken schön lang gezogen. Und dann wechseln wir. Tief durchatmen. Und das andere Bein. Erst schön weit nach hinten strecken. Wichtig ist, dass die Hüfte ganz gestreckt ist. Immer mit der Ausatmung nochmal ein bisschen strecken. Die Hüfte, die Kniekehle, der Fußflex. Das heißt, Zehenspitzen herangezogen, dass wir gleich die Kraft für Fußoberseite und Schienbein mit dabei haben. Kleine Drehung, Bewegung nach innen und außen. Das ist hauptsächlich wieder Arbeit der Gesäßmuskulatur und natürlich immer Bauch- und Beckenboden mit dabei. Bauch, Beckenboden sind unsere Basics, die brauchen wir immer. So, dann kommen wir zur Mitte zurück und die Arme strecken wir ganz lang. Also die Hände sind flach abgestützt, die Ellenbogen ganz gestreckt und wir schieben die Schultern weg von den Ohren. Ihr könnt jetzt ein bisschen mehr den Abstand größer werden lassen, weil wir lassen die Ellenbeugen gestreckt. Die Bewegung kommt nur aus dem Schultergürtel heraus, dass wir uns mit gestreckten Ellenbogen Brustkorb nach vorn schieben, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und mit der Ausatmung schieben wir uns nach hinten. Der Nacken bleibt gestreckt, also schöne große Bewegung hier. Nochmal im Wechsel, rechten und linken Arm. Etwas lösen, die Arme bleiben dabei gestreckt. Der Blick geht über die Schulter nach hinten. Auch hier könnt ihr den Abstand schön groß wählen. Da bin ich hier schon auf meiner Matte. Ja, spürt ihr? Ach, der Brustkorb streckt, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und langsamer werden lassen. Wenn ihr nach vorn beide Hände abgestützt habt, lasst den Brustkorb Richtung Wand strecken, die Schultern weg von den Ohren, Hüfte streckt, Bauch, Beckenboden eingezogen und zur Seite lösen. Alles bleibt gestreckt, die Bewegung kommt aus dem Rumpf heraus. Dann weg von den Ohren. Achtet darauf, mit jeder Ausatmung wird der Brustkorb flach gezogen, der Blick unterm Arm nach hinten durch, damit der Nacken immer gestreckt ist, falls der sich noch einmischt. Und dann lasst ihr hier nochmal in die Dehnung, also Dehnung im Brustkorb, in der Hüfte. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt aktiv strecken, sind die Kniekehlen, indem wir die Beinmuskulatur anspannen, schieben die Fersen Richtung Boden, dann lassen wir die Hüfte
der Schwerkraft folgen in die Dehnung. Wir halten den Brustkorb flach, Bauch und Brustkorb, Brustmuskulatur wird gedehnt, Schultern schieben weg von den Ohren, der Nacken lang und locker lassen. Wir bleiben in leichter Gretstellung und lassen uns Wirbel für Wirbel nach unten sinken. Die Kniekehlen lassen wir ganz gestreckt. Wir verschränken die Arme miteinander, lassen uns vom Gewicht der Arme nach unten ziehen, Kniekehlen gestreckt. Mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer sinken lassen. Spürt, wie sich der Dehnreiz überall in der Körperrückseite bemerkbar machen kann. Körperrückseite beginnt also an den Zehenspitzen über die Fußsohle, Wade, Oberschenkelrückseite, Gesäß, unterer Rücken, oberer Rücken, Nacken, Kopf, Hinterseite bis zu den Augenbrauen ist also unsere Muskulatur der Körperrückseite. Das heißt, wenn wir Verspannungen auf der Körperrückseite haben, kann es auch zu einem Spannungskopfschmerz in der Stirn kommen. Wir lassen uns locker hängen und jetzt leicht vor und zurück schwingen. Ganz bewusst die Arme locker der Schwerkraft folgen lassen, nehmen die Schulterblätter mit Bauchbeckenboden eingezogen. Immer mit der Ausatmung. Der Rumpf zieht uns immer ein bisschen mehr in die Dehnung. Wir schieben uns zur rechten und linken Seite mit dem Gesäß, mit gestreckten Kniekehlen. Wenn das noch zu intensiv ist vom Dehnreiz, dann stützt ihr euch ein bisschen ab. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein, in der Mitte ganz ruhig mit dem unteren Rücken beginnend, rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wir lassen die Arme noch locker verschränkt ohne Spannung, die kommen mit nach oben, weil sie festgewachsen sind, ansonsten ganz die Spannung rausnehmen. Gesäß spannt an, Hüfte schiebt nach vorn, dann leicht gebeugt in den Knien, unteren Rücken strecken. Und die Arme nochmal weit nach oben hinten nehmen, nach rechts und links ziehen. Versucht den Kopf ruhig in der Mitte zu lassen. Kleine Bewegungen nach hinten, Rücken, Nacken lang, Bauchbeckenboden hält die Spannung und der Brustkorb ist flach. Und nochmal nach rechts und links. So, dann sind wir soweit erstmal durch mit dieser kleinen Einheit. Ich danke euch, wenn ihr bis hierher mitgeturnt habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und glücklich. Eure Edda. Übrigens, wenn ihr rausschaut, draußen ist Frühling. Genießt es und macht Radio und Fernsehen nur einmal am Tag an, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Dann wieder aus und genießt euer eigenes Leben.